That's fine, Lutz. Cargo sits at the very heart of the non-combat Star Citizen experience. And as it continues to evolve in the upcoming Alpha 323 and beyond, its next major evolution is less about the places you'll go and more about the ones you'll start and come back to. Now, hangars, whether they're persistent, instanced, personal, or staging, make up the next frontier of cargo gameplay. And we went to Chad and his team for an early look at where they're going and how they're progressing. Let's find out more. So, yeah, we've had a couple ISCs before to talk about the new cargo and hangars features coming. But now that we're here and about to release things, we want to talk a bit about how that impacts your play experience, even if you don't care at all about cargo. Yay! So, what heißt das? To and fro with cargo. To and fro? Soll das from sein? Soll das, ist das Deutsch dann hin und zurück? Ist das hin und wieder zurück? Wie von Frodo? Nee, ich würde sagen to and from. Und dann halt das M weggelassen. To and fro with cargo. Ich weiß es nicht. Oder weiß, ist jemand hier englischsprachig, der mir sagen kann, was das genau bedeutet? Das ist doch Jareds. Das habe ich, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das ist Jared Mocap, oder? Das ist Jareds Mocap da. So ein Schlappengang. 100 Pro ist das Jared. Back and forth. So let's start with persistent hangars. What are they and what does that mean? So a persistent hangar is an instance hangar that is going to be assigned to you whenever you select your home location when logging into the game for the first time for a patch. When that happens, what we do is we determine the largest ship that you have and then entitle to you a persistent hangar that's of the size needed to facilitate that ship. So, stopp. Da waren jetzt schon vier Informationen drin. Zwei. Das erste Mal loggst du dich ein. Du kriegst einen Hangar, der ist persistent und persönlich. Das heißt, alles an deiner Home Location. Du suchst dir eine Home Location aus. Ja, wollte ich gerade, Buddy Crusher. Das ist bestimmt die erste Frage, die sie sich auch nicht gestellt haben. Also, Home Location, persistent, persönlich. Und es wird ermittelt, wie groß der Hangar ist, aufgrund des größten Schiffes, was du hast. Die Frage, die hier nicht geklärt wird, das wird nicht geklärt. Du hast einen Mustang und sagst jetzt, ah geil, ich will einen Reclaimer haben. Chris, also erstmal, du startest mit einem Mustang, alles geht los, du spielst eine Woche, kaufst dir einen Reclaimer. Was dann? In der Zwischenzeit hast du da einen Fischtank reingestellt, hast da ein paar Bierflaschen hingeschmissen in deinem persönlichen Hangar und die bleiben da. Was passiert mit dem Hangar? Kriegst du eine kleine Reclaimer? Ich vermute, du kriegst eine kleine Reclaimer. Whenever you go into that hangar into the game, that hangar at your home location is always your hangar. And you'll be able to use it like your home. You'll be able to keep things in the hangar. You'll be able to leave things. Hänger wird mit Kleiderbügel übersetzt. Hänger. Also, Dinge können da reingelegt werden. It's around. You can invite friends in. Freunde you can einladen. Treat it like your own. Da bin ich auch gespannt. Wie lade ich Freunde ein? Wenn die in meiner Party sind, ganz normal, können die dann rein? Oh Gott, ey, die müllen mir die Hütte voll. Da habe ich jetzt schon Angst. So ein kleinen. Das ist in Teilen, das Schiff ist in Teilen und du kriegst so einen IKEA-Schraubenschlüssel dabei, das kann sein. Erinnert ihr euch noch an den Bug? Auf Everest Harbor, wenn man sich da auf diesen einen Stuhl gesetzt hat, wurde man immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Da liefen nachher so kleine NPCs, so kleine Spieler rum. Erinnert ihr euch daran? Ich habe da Fotos von. Vielleicht kriegst du eine kleine Reclaimer und musst die ein paar Mal auf so einen Stuhl setzen, damit du da einsteigen kannst. Ja?
Das hier, auch gut, Bart, geschminkt. Er wird so episch. Wir werden seltsame Menschen treffen in Star Citizen. Wir werden seltsamste Menschen treffen in Star Citizen. Little Oasis. So let's talk about for these personal hangers. How do you actually get into them? So, hier. So kommt man rein. Fahren Sie mit. Das ist das neue Mobiglas übrigens. Also sieht so ähnlich aus wie vorher. Hier unten die Navigationsgeschichten. Hier unten Navigation. Hier, wie viel Geld du hast, ganz wichtig. Fulltime Hitman CIG. Okay, Fulltime Hitman CIG. Home Health. Das sieht aufgeräumt aus. Das finde ich schön. Dann hier Landing Services. Rufst du an und der lässt dich rein. You can make a request via ATC for landing, and when we do that, we will check to see if you have any personal hangars entitled to you. You'll be able to enter in using. So, habe ich mir dreimal angehört gestern. Hör noch mal genau hin, wenn du landest. You can make a request via ATC for landing, and when we do that, we will check to see if you have any personal hangars entitled to you. You'll be able to. If you have any personal hangars entitled to you, kann man mehrere haben, vielleicht nicht jetzt, aber später. Also, das System prüft, ob du persönliche Hangare hast. Es könnte tatsächlich dann sein, wenn ich mir das jetzt so noch überlege, du fängst mit einem kleinen Hangar an, du kaufst einen Reclaimer, du kriegst einen zweiten Hangar für die Reclaimer. Wisst ihr, was ich meine? Da hast du einen kleinen Hangar für das Ding und einen großen Hangar für das Ding. Möglich. Oder, Enter in using largely the same methodology that you do now. Land, and then you can just hang out in there. As far as what can you actually do with your personal life? Krieg ich so eine Couch auch? Habe ich so eine Couch? Wo kriegst du so eine Couch her? Noch haben wir wahrscheinlich nur einen Hangar, aber später. Was mit Freunden, die alles gebrauchen können? Ja, ich habe auch schon Sorge. Nee, ich habe nicht Sorge vor den Leuten, die alles gebrauchen können, mein Zeug mitnehmen. Ich habe Sorge davon, ich lande mit meinem Schiff und drei Kollegen und die müllen mir den ganzen Scheißhanger voll mit ihrem Dreck. Die schmeißen da einfach alles hin. Helme, Bier, leere Pullen, alles. Das sieht nachher, ich weiß jetzt schon, Orpland, mein Hangar. Und der Hangar von meinen Kollegen, wo ich mitfliege, der sieht nachher aus, als wenn er eine Müllhalde. Da bin ich jetzt schon, habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Like hangar and what kinds of things can you decorate with it? What we're going to do is allow you to call anything in your inventory up via that freight elevator. You can pick it up off the freight elevator either with your hands or using the tractor beam and just screw it about your location however you pick. Die Trolleys. Ich bin froh, dass wir die Trolleys benutzen können, weil die bis jetzt ja immer so gut funktioniert haben. Dass wir da Sachen drauflegen können und die dann darüber schieben. Das wird so episch mit den Trolleys. Richtig gut. Die werden nicht buggen, gar nichts. Das wird richtig gut laufen. So, Grimex in Privat. Oder jemand wartet EVA vor einer Hangartür und kommt einfach mit rein. Das wird auch ein schwieriges Problem, ja, könnte sein. Also in the hangars, you'll notice several new kiosks. We have the freight elevator kiosk, which has a brand new UI and inventory system to deal. So, das ist der freight elevator Dings Kiosk. Das ist quasi die Plattform. Auto arrange. Du kannst hier Sachen Tour Warehouse. Du kannst hier Sachen umbauen und hin und her schicken. With large volumes schön, of cargo. Aus. You're going to have on the left-hand side a section that is showing the contents of the platform itself. And on the right-hand side, similar inventory layout with all your armor and weapons. Ah ja, okay, hier sieht man es dann. Also hier sind die ganzen Sachen, die du hast, schön sortiert. Ich scroll da runter. Ich bin doch doof. Junge. Du hast doch Kinder. Ja, eins, alles Jungs, alle faul. Ja. Also, hier sind die, okay, dann kann man die hier drauf packen und dann kannst du die Plattform requesten. Sehr gut. Weapons and items.
and then you decide what you want to spawn in the freight elevator. The freight elevator then comes up, and then you can start doing like loading and unloading of various cargo into your ship and so on. If you're considering how you're loading things and you're trying to optimize your loading times, it'll give you a lot of power as far as, for example, making sure that certain kinds of things are front loaded on the platform to make your multi-crew loading as streamlined as possible. Das bedeutet, also für die, die nicht gerallt haben, was jetzt gerade hier gesagt wurde, Send to Warehouse, weiß ich auch nicht genau. So, du rufst den Aufzug, ich spule nochmal zurück. Du rufst hier Waren, also entweder hier die Sachen, packst du hier rein, sagen sie gleich, wenn du bestimmte Sachen draufpackst, kommen die in Kisten. Und du packst deine Waren und du packst sie hier hin, wo vorne und hinten ist. Du musst jetzt hier auch gucken, wo vorne und hinten ist. Das heißt, da, wo dein Schiff steht, der Fahrstuhl fährt rauf, die schweren, großen Sachen vielleicht, wissen wir ja, schwere Sachen nach unten, ne? Schweres, um was kaputt gehen kann, nach unten. Packst du dann hier vorne in den Bereich und die kleineren packst du nach hinten, damit du streamlined die Sachen in dein Schiff einpacken kannst, wenn du das möchtest. Before even 32 SU size containers. For example, making sure that certain kinds of things are front-loaded on the platform to make your multi-crew loading as streamlined as possible. Yeah. And anything that's in your inventory, you're going to be able to call up. Some things you might have to put into an inventory container box. We're talking 8, 16, 24, even 32 SU size container boxes that you can put large items in. Now you can raise that up. So, hier auch. Also bestimmte Sachen werden in so Containerboxen gepackt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also du kannst nicht eine Waffe auf das Ding legen und dann fällt die Waffe hoch, die befindet sich dann in einem Container. So, wenn ich das richtig verstanden habe. Container scheinen relativ oft und einfach zu machen zu sein und zu verwenden. Wahrscheinlich so Standardcontainer. Erinnert ihr euch daran? Früher gab es auch mal so den Hinweis, es soll später ganz viele verschiedene Container geben. Container, die man abschließen kann. Container, die man feuerfest, sturzsicher und so weiter und so fort. Oh Mann, du hast es nicht verstanden. Sachen, die hinten im Schiff kommen, vorne auf den Fahrstuhl. Leicht und zerbrechlich nach unten. Schwer nach oben. Ist doch nicht so schwer. Ja, und obendrauf Sellerie. Ne? Sellerie und Brot. Sellerie, Brot, Eier, Bananen. Obendrauf. Ganz wichtig, Commander. Up on the platform, including in collections, transfer that very quickly onto your ship and then take them to another location. Auch geil, dass sie zum Einladen, was sie jetzt zeigen, das beschissenste Schiff zeigen, was man momentan als Cargo-Schiff so nehmen kann, wenn man was Größeres hat. Warum? Ja, als ob das hier, naja, egal. Also, hier. Zeigen Sie, wie Sie das hier einladen. In der Caterpillar, wo die Klappen nicht runtergehen. In collections, transfer that very quickly onto your ship and then take them to another location. Naja. In your personal hangar, you also have access to several other kiosks, starting with the item bank. Which are another form of kiosk, which you could... So, in deinem Kiosk gibt es noch andere, also in deinem Hangar gibt es noch weitere Kioske, wie zum Beispiel die Item Bank. Da gab es jetzt aber ein Posting zu, in den, ich denke, da Videos produziert worden, gab es da ein Posting zu in der Roadmap, dass die Item Bank, so wie die ist, zumindest für die gekauften Gegenstände so nicht funktionieren wird. Erstmal, dass sie noch Liebe reinstecken, aber auf 3.23 trotzdem abzielen, aber die Sachen dann noch nicht in den Release gehen, ja? You'd almost consider like a small freight elevator in a way, in that you can retrieve personal items such as clothing, armor and weapons. Because the item that's being delivered will be delivered in a tray that's in the same machine. So you interact that kind of like you interact with a loot box and you get that out. So no other player can actually physically get anything from your local inventory. Also im Grunde genommen ist es dasselbe, nur mit einem extra Schritt. Also vorher drückst du I, dein Inventar geht auf, dein Globales an dem Ort, wo du bist. Du suchst dir die Sachen raus und nimmst die. Jetzt gehst du an das blöde Ding und sagst, das hätte ich gerne und das hätte ich gerne und das hätte ich gerne. Und dann wird er präsentiert und dann kannst du die wie in einer Lootbox die Sachen rausnehmen. Also es ist ein extra Schritt dazwischen. Du packst irgendwas ein in den Warenkorb, sagst, hätte ich gerne. Dann zeigt er dir, hier ist der Warenkorb. Dann packst du die Sachen aus dem Warenkorb wieder ein. Junge, 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 Junge. Also den...
Ja, ist schön. Aber warum? Ernst? Warum? Warum? Wozu? Also warum müssen wir jetzt die Sachen nochmal in einen Extraschritt packen? Das habe ich nicht verstanden. Dieser Kiosk. Von mir aus, Kiosk, okay. Ja, dass du nicht das aus der Luft greifst, dass du an so einen bescheuerten Kiosk rangehst und die Sachen dann da rausnimmst. Aber so wie ich das verstanden habe, ist das, ja, aber es ist ein Extraschritt. Wir können nochmal zurück, wir können nochmal hören. Das ist dann, er spawnt dir dann quasi wie eine Kiste. Wir hören nochmal rein. You can retrieve personal items such as clothing, armor, Kleidung, Armor, Rüstung, Waffen und so weiter. Item that's being delivered will be delivered in a tray that so, das, der gelieferte Gegenstand wird wie in ein Fach geliefert. Das heißt, du suchst halt aus der Liste, sagst bitte, und dann kommt das in so einen Zwischenpot. In the same machine, so you interact an derselben Maschine. Like you interact with a loot box. So, wie eine Beutekiste. Das heißt, du hast den Zwischenschritt, du gehst da ran, sagst dat, kriegst eine Beutekiste und dann nimmst du die Sachen raus. And you get that out, so no other player can actually physically get anything. Das ist schön, geht jetzt auch nicht, anderer Player. Local inventory. And these item banks can be found not just... Naja, in dem Video wird das direkt angezogen, das sieht so aus. Also, ich habe das jetzt so verstanden, Riesenliste, das, Beutekiste, aufmachen, looten oder rübertragen oder so. Also... Genau, der Automat hat ein Fach, nur du kannst da dran, physikalisch auch, also physisch auch, kann dir keiner wegnehmen und so. Aber es ist halt ein Zwischenschritt. Es ist wahrscheinlich aus technischen Gründen wegen dieser bescheuerten Loot-Geschichte, damit man da vernünftig drankommt. Also habt ihr verstanden, was ich meine? Also vorher aktuell eine Riesenliste, du machst I, Inventar, schießt da drüber, fertig. Jetzt I... Gehst an die Kiste, gehst an das Ding dran, okay, das sehe ich ein, das ist der Kleiderschrank. Gehst halt, machst den auf, nimmst das raus, packst das in eine Kiste, guckst die Kiste an, nimmst die Kiste, sagst, okay, habe ich mir gerade in die Kiste gepackt, nehme ich mit. Völlig bescheuert, oder? Also, gezeigt wird es an, du siehst nur, wie der Helm angezogen wird. Du siehst ja gar nicht, was passiert. Du siehst ja gar nicht auf dem, du siehst ja gar nicht den Vorgang. Ich finde es irgendwie Panne. Also, extra Step. Tabs and other key areas available. Also die Dinger gibt's überall. Ist auch gut so. Since you can't interact with the with your inventory anymore at any given time. Genau, du kannst mit deinem Inventar nicht mehr einfach I aufrufen, so geht nicht mehr. Finde ich okay, finde ich gut. From accessing a terminal. Aber den Zwischenschritt irgendwie nicht. It's just a quicker way to get a quick gun or a few metapins or your armor without having to load it up from the freight elevator. Wie bekommst du deutsche Untertitel? Also Untertitel anklicken und dann hier auf die Einstellungen gehen und dann Untertitel. Hier das Zahnrad. Untertitel und dann kannst du hier Deutsch automatisch erzeugt. Das ist hier, deswegen sagt er bei Hangar immer Kleiderbügel anstatt Hangar. And the last kiosk that I want to talk about is the ASOP Terminal. Warum? Warum der ASOP-Terminal? Ich dachte, der wäre weg. Which we have positioned in the hangar, so you can request wozu? Your ships from within the hangar and not just the spaceport. So they will still remain in warum? The spaceport. So if you don't have a personal hangar in your location, you can request your ship also from there. What we're doing is we're changing the way that the ships spawn in the game. You can now request your ships from within the hangar and they will appear to you, but they won't just come out of thin air. What happens is the whole of the floor will open up. You get this like amazing view of the hangar, the lights. Das finde ich super. Tür geht auf. Also die Frage ist, warum ein ASOP Terminal? Wie denn sonst? Mobiglas. Schiff rufen. Das mit dem Handy. Mit dem Handy mache ich im Wohnzimmer, ich sitze hier, mit dem Handy mache ich im Wohnzimmer Licht an und aus. Mit meinem Mobiglas mache ich im Wohnzimmer Licht an und aus. Oder lass Radio an oder mach einen Fernseher an oder aus. Mit dem Handy. Warum muss ich an so ein scheiß Terminal gehen? Ich finde die Terminals immersiver. Ja, das ist gut. Da kriegst du eine Kurbel für, damit die angehen. Them, the doors open.
and the landing platform will be rising up towards you and your ship will be there. Also, geil mit dem We try to balance it in a way that Ich spule nochmal zurück. Ist euch was aufgefallen? Light them, the doors open. And the landing platform will be rising up towards you and your ship will be there. Elevator. Ich muss jetzt sagen, Aufzüge. Star Citizen ist ein Elevator-Game. Scheiß auf PvP, scheiß auf PvE. Star Citizen ist ein Aufzugspiel. Bitte sprecht mir nach. Star Citizen ist ein Aufzugspiel. Wenn wir ein Problem, ein Aufzug und ein magischer Strahlspiel, wenn wir irgendwas erscheinen lassen wollen oder wegbringen, dann benutzen wir einen Elevator. Star Citizen ist ein Elevator-Spiel. Ich meine, wie sollen sie sonst machen? Alles gut. Das ist der Vater, das ist der Mafia-Boss von den kleinen Elevatoren, der die Aufträge gibt, Menschen zu töten. Das ist, ach, so schön. Ich mache nur Spaß. Der Onkel macht nur Spaß. Try to balance it in a way that it doesn't take too much time for you, but also that it feels like it has the right weight to it, but also you don't have to wait for it too long. So now you have a seamless transition and a realistic way of storing your ships away. Additionally, you can do clever things like call up a smaller vehicle, such as a ground vehicle, drive it off, and then call up a larger vehicle. Also, ich möchte noch mal das Wording bitte hören. Pass mal auf. I call up a smaller vehicle. For it too long. Und du kannst clevere now Sachen. You have a seamless transition. Nahtloser Übergang, alles super, finde ich gut. Storing your ships away. Additionally, you can do clever things like call up a smaller vehicle, such as a ground vehicle, drive it off, and then call up a larger vehicle. Then you'll have access to your ground vehicles without having to go to another location. So. Leute, wollt ihr uns verarschen? Ich meine, ist gut. Ist gut. Also er sagt, außerdem kann man noch andere clevere Sachen machen, wie zum Beispiel auf dem Aufzug ein Bodenfahrzeug holen, eine Ballista, eine Dings, was auch immer. Ein Bodenfahrzeug holen, dann fährst du da zur Seite, senkst halt ab, holst sein Raumschiff, fährst halt rein. Ne? Sollte aber mit dem Frachtelevator passieren, haben sie gesagt, oh, haben wir irgendwie nicht dran gedacht. Auf den ganzen Konzeptzeichnungen, überall steht so ein scheiß Auto drauf und Kisten, ne? Und dann so, ah ja, da müssen wir die Dinger ja auch da spawnen. Haben wir vergessen. Haben wir nicht dran gedacht. Ist nicht da, ne? Ist nicht da. Sollte aber auf den, die kleinen, die Autos und der ganze Scheiß, sollte auf den Frachtelevatoren stehen. Das Ding, der große für die Raumschiffe, der kleine für alles andere, ne? Das heißt, du musst da rufen, wegfahren, rein, da haben sie jetzt eine Krücke gebaut. Weil das Spawn an dem Punkt nämlich genauso funktioniert wie sonst auch, haben sie eine Krücke gebaut. Okay, ist so, ist gut. Aber das wird jetzt verkauft, als wäre das der Goldstandard. You'll be able to call up multiple ships and maybe have one person fly off with one ship, call another one, have another person in your party fly up with another ship. Or you can just call up a ship, change your mind, and then call up a different ship without having to leave or anything like that. It gives you nochmal. Das habe ich nämlich auch nicht verstanden. Machen wir uns nichts vor, dass mit den Fahrzeugen wird so weit bleiben? Ja, ich gehe davon aus. Ich gehe schwer davon aus. Or so nochmal. Ich habe das nochmal. And maybe have Sie können mehrere Schiffe aufrufen. Mehrere Schiffe und vielleicht eine Person mit einem davon fliegen lassen. Lassen Sie eine andere Person das Schiff fliegen. Rufen Sie Ihr Schiff, ändern Sie die Meinung und rufen Sie ein anderes Schiff, ohne das Schiff verlassen zu müssen. Hä? Das verstehe ich nicht. It gives you a lot of flexibility. And I can already tell what some of you are thinking right now. We're not going to let the system like eat your body and store. Verstehe nicht. Er sagt jetzt, du musst das Schiff nicht verlassen. Du kannst deine Meinung ändern, ohne dass das Schiff den Hangar verlassen wird. Karak zur Seite nicht. Also die Pisces zur Seite. Die Hangars sind alle größer geworden. Die normalen Hangars 20% größer von der Größe und die großen Hangars 30% größer.
Nochmal. Pass mal auf. Vehicles without having to go to Nochmal. Another location. You'll be able to call up multiple ships and maybe have one person fly off with one ship, call another one, have another person in your party fly up with another ship. Or you can just Oder? Call up a ship, change your mind, and then call up a different ship without having to leave or anything like that. It gives you a ohne das Schiff verlassen zu müssen. Du rufst ein Schiff, jemand setzt sich rein. Habe ich das falsch verstanden? Du rufst ein Schiff, jemand setzt sich rein, sagst, ach nee, will ich gar nicht, wechselst das Schiff. Was passiert mit dem Typen, der in dem Schiff drin ist? Er meint, ohne den Hangar verlassen, ja. Was passiert denn, wenn sich einer in das bescheuerte Schiff reinsetzt? Dann geht das wahrscheinlich, kannst du das nicht wegstoren, ne? Wenn einer in das Schiff reingeht, du fährst das weg, wird er dann zurückteleportiert, kann auch sein, ne? Wenn du da drin bist, wirst du dann zurückteleportiert in den Bereich, weil so könntest du ja verhindern, dass irgendjemand ein Schiff ruft, Schiff wegbringt. Ja, okay, alles klar. A lot of flexibility. And I can already tell what some of you are thinking right now. We're not going to let the system like eat your body and store it into the inventory or anything like that. We'll make sure to account for that, such that if there's a blocking change that happens, we'll stop the process, go back up to the default state, and then tell the player about the issue so that they can account for it. So nochmal, hier war das jetzt geklärt, oder was? Also, default state, and then wir stoppen den like Prozess. Also, der Körper wird nicht aufgefressen und im Inventar speichern und sowas in der Art. Wir werden dafür we'll sorgen, make sure to account for that, such dass wir berücksichtigen, dass es zu einer Blockierung kommt. We'll stop the process, stoppen wir den Prozess, go back up to the default state and then tell the player about the issue so that they can account for it. If you do want okay. to jump in to also die the haben platform eine Lösung just before it closes and fall to your death, you can fall to your death if you want to. Schön. Also sterben kann man auch, da reinspringen, perfekt. Machen wir auch. So this is really cool and we're really happy to get this in. It's been discussed for some years now and it's been a very tricky thing to fit in. And certain techs required to be able to do it. You'd be able to have this hangar, your own space, and call your own ships and do a lot more within the hangar now. Now that we're adding all of this new facility to the hangars in the game, allowing them to be persistent, adding these freight elevators, adding this ship platform, there's a lot of more things that we have to have in these hangars for them to be useful for what we're adding. So the hangar sizes had to increase quite a bit. We did not want to do that originally in the beginning, but soon when we did prototyping, we figured out that not all the hangars, as I said, like the low-tech hangars in particular, are quite old by this point. Not all of them were to the same standards or metrics. So we figured that with the landing pad now going down, you had this gap for like quite some time before the doors close. So there was a very narrow walkway for the player sometimes. So we had to rejig some things and made it actually larger. So the large and XL have had significant size changes. So the XL is about 20% larger and the large is about 30% larger. So certain ships that were a little tight can now fit a lot more easily. So you don't feel like your wings almost scratch the walls of it. So it feels a bit more natural and better to the play experience to land in your hangar now. The medium is the same, but taller. And the small has not been changed. But we have classified ships to fit into the medium that were once classified as small. So aber hast du dann, vielleicht hast du auch drei verschiedene, ne, du hast die größte Größe, ne, von allen deinen Schiffen. Ich bin gespannt, wie das ist mit dem, du hast ein, sagen wir mal, dein Charakter hat ein Size Small Ship und du kaufst dir ein Size XL Ship. Was passiert mit dem Hangar? Mit deinem persönlichen? Wird der automatisch vergrößert? Ich könnte mir vorstellen, dass die darüber nicht nachgedacht haben. Hopefully a much better player experience than there has been before. And it's been interesting to take the design of a elevator and the door and extrapolate that across multiple sizes. So in some cases you can kind of widen out the door and use the same shapes. And in some cases you need to think really about how those shapes work, and sometimes they don't work within a small door, for example, when it did work in a much wider door. So we've had to play around with that,
and keep them looking consistent with each other, but also adapt those shapes to work for each size. So this is an actualization of a long-term goal. Also nochmal zu der Shift, zu der Größe. Ne? Horst, Horst sagt, du wirst automatisch den größeren Hangar bekommen, wenn du dann upgradest, der bei dem größeren Schiff dabei ist. Also wenn du, aber mal angenommen, du hast eine Mustang und gehst ins Spiel, spielst eine Woche und dann kaufst du den Reclaimer. Was passiert mit deinem Hangar? Wird der dann Reclaimer-Größe? Das Problem, was ich damit habe, aus technischer Sicht ist, in den zwei Wochen habe ich da schon einen Tisch reingestellt, ein Aquarium, drei Flaschen Bier hingeschmissen, die Kisten stehen da rum. Was passiert da? Was passiert dann? Was passiert mit den Sachen? Wo sind die? Stehen die in der Ecke? Werden die weggestort? Du hast ja deinen Hangar eingerichtet, mal angenommen. Das bleibt ja. Ne? Was passiert mit den Sachen? Die Sachen, die persistieren, die du da hingelegt hast. Da vorne liegt ein Plüschi-Wal, da und so weiter. Ne? Andersrum ist, glaube ich, einfacher als so. Da musst du wahrscheinlich wieder einrichten. Das wäre eine Möglichkeit. Hast du dann den ganzen Müll im Inventar? Musst du dir dann aus dem Inventar-Ding rausholen, alle einzeln, die 400 leeren Flaschen? Ne? Also. Oder kriegst du einen zweiten Hangar. Dann hast du den kleinen, behältst du den kleinen und die geben dir einfach einen großen. Ne? Also das sind die Fragen, die ich so habe. Beim ersten Login wurde kommuniziert, Primus. Ja, aber das Problem ist nicht das. Genau, beim ersten Login. Genau. Wissen wir nicht. Vielleicht ist der Bereich, um die Luke aufzuhalten. Das ist die erste Frage, die ich hatte und auch drei Leute gestellt haben. Was ist, wenn ich upgrade? So, Genso hat eine Lösung für mich. Mit dem Freunden verursachten Büllhalde in meinem Hangar. Du kaufst ein größeres Schiff, das Hangar wird geupdatet, die Einrichtung ist weg. Das wäre gut. Vielleicht ist das so. Wir wissen es nicht. Oder muss ich ein Character Reset machen, damit ich einen größeren Hangar kriege? Könnte ich mir auch vorstellen. Ich meine, sie haben es nicht geschafft, auf den Frachtaufzug die Fahrzeuge zu stellen, was in allen Konzeptzeichnungen immer drin stand, haben sie nicht geschafft, das da drauf zu stellen. Dann werden sie das Problem vielleicht auch nicht gelöst haben. Ich weiß es nicht. For this entire cargo career, to make the whole thing feel more real. It means that the whole experience is going to allow for manual loading. It'll also laden. Feel more rewarding because it'll give you more interesting choices to make. Fühlt sich rewarding an. Fühlt sich mehr reward. Du kannst selbst entscheiden, wo die Sachen hingepackt werden und so weiter. Junge. Man kann sich da auch schön reden, oder? Throughout the process, it'll make multi-crewing a more interesting and useful experience. It's going to just make the whole experience a more skill-intensive and interesting. And ja, Horst, schönen Dank für 5 Abos. Verschenkt an Smoor, Flatmoki, Mimirix, Dublin und Forgeman. The process, it'll make multi-crewing a more interesting and useful experience. It's going to just make the whole experience a more skill-intensive and interesting. Okay, fähigkeitsintensiver ist okay. Kann ich nachvollziehen. Another thing that we've talked about is automated loading in the games. So, guck mal hier. Da habe ich noch nicht gestoppt. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Also, das ist das Laden, ne? Er hat jetzt hier was ausgesucht. Er kauft und er sagt, er möchte das gerne wohin haben. Hat er nicht ausgesucht, wohin er das haben will. Hier sieht man erwartete Loading Time. 10 Minuten. Alter. Für fast... This allows you 10 Minuten, um eine Caterpillar voll zu machen. Kostet 81.000, Ladezeit 10 Minuten. Also man kann ja bezahlen, damit man das nicht selber laden muss, ne? Junge. Man kann es auch selbst verladen. Gut, dann dauert es 30. You to still do commodity trading without needing to actually move the boxes yourself. It will be an option in the commodity terminal whenever. 9 Minuten. 9 Minuten 36 für 576 SCO. Wow. Erwartet, ne? Kann schneller gehen, kann langsamer. Wir müssen den Zehner in die Hand drücken, dann geht's schneller. Whenever you go and you pick the destination inventory, you'll be confronted with several options. One is the location inventory. The next will be all your ships that are at the location.
If you choose a ship, you'll have the option to have it be automatically unloaded or loaded for you, of course, with an added cost. The ship has to be stored to allow for the transfer, and it will be time-locked while that transfer is occurring. So, das Schiff muss gestored werden. Das heißt, du kannst auch nicht mal zugucken, wie die das wegmachen. Also Immersion, pfft, Leute. Wo ist die Immersion? Schade, laufen keine Leute bei dir im Hangar rum, die die Sachen einpacken. Das wäre schön gewesen. Da hätte ich mich gefreut, dass die NPCs die Sachen einpacken. Willst ja auch sehen, was passiert, oder? Different locations. Stand da, was es kostet? Ich kann noch mal gucken. Talked about is automated loading in the games. This allows you to. So, also, da stehen, was die Units kosten. Ich sehe es nicht. Also, was die Units kosten. To transfer is occurring. Different locations in the game will have different amounts of time. Places that are. Okay, hier ist Cargo Transfer. Du siehst, hier dauert noch 4 Minuten, bis er verladen ist. More optimized for trade are going to allow for faster transfer. You'll be able to still do the trading. You just have to wait a little bit and pay a bit more money. So your profits won't be quite as good in that case. Once the automatic loading process is finished, you can just go to the ASOP terminal in the hangar, access it, raise it and go off and you're on your way. So, also ich habe ja nichts dagegen, gegen das automatische Verladen. Und ich habe auch, ich finde das gut. Also wir werden das ja so haben, das war ja schon immer angekündigt. Also das ist jetzt nicht so, als wäre das neu oder fällt auch vom Himmel oder so. Größere Verladezentren, also von Organisationen, von Microtech, A-Corp und so weiter, die ganzen. Wenn du da irgendwo andockst, die haben ihre Mitarbeiter, die können die Sachen verladen. Natürlich kostet das Geld. Finde ich super. Du fliegst zu so einem kleinen Fuckmond, da können die das nicht verladen. Oder das kostet auch Geld, dauert aber deutlich länger, weil die da irgendwie nur zwei Doofies rumlaufen haben, die das für dich verladen und so weiter. So war der Plan. Oder du baust es, oder du verlädst es halt selbst. Absolut gut, habe ich nichts gegen. Schade finde ich jetzt aber natürlich, also schade finde ich die Geschichte mit dem, ja, das Schiff ist halt so nicht zu sehen. Du siehst nicht, wie das verladen wird. Das ist halt, das läuft halt ein Timer. Ne? Auf der einen Seite soll es immersive sein, auf der anderen hätten sie wesentlich hinter einer Scheibe machen können, dass du sehen kannst, wie die Scheiße da reingeschlagen wird und wieder einer ein Herzinfarkt kriegt, tot umfällt und all so ein Kram. Kommt vielleicht noch. Ja, die NPCs, die KI soll ja gut sein, es soll ja toll sein, wir werden sehen. Ja? If you care about cargo, this is going to be transformational. But even if you're not interested in cargo at all, it's still a foundational change for the game that fundamentally changes principles about inventory, physicality, and your play experience. The work's ongoing. We're nearly there. I think the team's done a great job on this. It's been tricky to get it working as it should be. It's a big milestone for the game that's been years in the making and coming. While I'm here to talk about it today, there's been a large number of teams across the entire company that have helped. Everybody from art, animation, VFX, through to all of the gameplay teams, engine teams. We've had a huge effort from Austin, Montreal, Los Angeles, Frankfurt, Manchester. It's been a big endeavor. So I want to thank everyone that's been helping to see this vision through. And I'm really looking forward to getting this into your hands so that you can play with it. Da spielen ja noch viele, viele andere Systeme mit, die wir nicht sehen, die im Hintergrund sind, die unten runter sind und so weiter und so fort. So what did we learn this week? Aber Elevators well, we learned that the days of big ships scraping by the edges of player hangars are almost behind us. That you'll soon be able to spawn your ships and have them rise up directly into these newly expanded hangars. And that the freight elevators and item banks within will herald a new future of physicalized cargo loading that should have long-reaching ramifications for life in the verse. And of course, while everything you see on ISC is always an early work in progress, because of the dramatic and far-reaching effects these systems will have on all life in the verse, you can expect this work will continue to iterate and evolve from what you've just seen between now and its upcoming targeted release in Alpha 323. Yes. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. Thanks for letting us share the process of game development with you.
And we'll see you all here next week. Also. Wird gut. Ich finde es nicht schlecht, dass man nicht mehr außer Luft quasi die Sachen greifen kann. Dass du so diese Kioske hast, wo du so hin musst. Also jetzt der Frachtelevator, weil ich echt kacke finde. Ehrlich, Star Citizen. Ich weiß nicht. Jetzt haben sie zumindest eine Krücke gebaut, dass du nicht mehr, man muss ja Danke sagen, die haben eine Krücke gebaut, dass du nicht mehr auf den Mond musst, um das Auto in dein, um das Hoverbike in dein Schiff zu packen. Jetzt haben sie eine Krücke gebaut, du kannst das auf dem großen Elevator, kannst du das rufen, zur Seite fahren, das andere Schiff holen, das reinfahren. Okay. Es war ja geplant, Fahrzeuge, Hoverbikes, auch ein Panzer, eine Ballista, über den Lastenaufzug zu holen und dann reinzufahren. Das geht nicht. Das haben sie gesagt, das haben wir irgendwie, geht nicht, wissen wir, können wir verpeilt, ich weiß es nicht genau. Ich bin ziemlich sicher, das wird eine Verbesserung, eine gute Verbesserung, es wird ein Schritt in die richtige Richtung und so weiter. Ich finde bescheuert, warum muss ich zu dem bekloppten Terminal gehen, um mein Schiff zu holen? Warum kann ich nicht oben stehen, am Donutstand und sagen, ich fahre jetzt gleich da in meinen Hangar, hol schon mal bitte meine Karak. Fahr die rauf und du gehst schon mal, Fahrstuhl kommst runter, das Ding steht schon da. Warum nicht? Warum nicht?